Abonne-toi à MySports. Noch einmal groß, der Klaus. 1:0. SCL Tigers. Und das geht in Ordnung. Die zweite Überzahlformation erfolgreich. Bulli Gewinn, Großniklaus. Ja, noch abgelenkt hier im Bild zu sehen. Außener, eine 2:1-Möglichkeit, Rossi schließt ab zum Ausgleich für Gauthieron, 16. Minute. Rossi, der schon gestern getroffen hat, auch heute wieder erfolgreich. Nach diesem Pass von Mauro Jörg via Bande aus der eigenen Zone, Außener und Rossi eiskalt abgeschlossen. Eine 2:1-Möglichkeit. Zum Ausgleich für Gauthieron via Schlittschuh angenommen, Rossi. Personen jetzt wieder Losli in der ersten Reihe zum Einsatz. Der 13. Stürmer und er gibt das Zuspiel auf Personens 2:1. Losli, der nur sporadisch zum Einsatz kommt, jetzt für Sturni. Kurz im Einsatz war Personen, die Scheibe auflegt zum 2:1. Quasi aus dem Nix. Zunächst Personen mit dem Rückpass, dann Losli mit dem Pass zurück und Personen, der Olympiasieger, schließt ab. 2:1 für den Außenseiter. Grenier, klasse Pass, Grenier! Weibel schließt ab, dazwischen ist noch Nolan Diem. Die neu zusammengestellte Reihe trifft zum 3:1. Kio Weibel, drittes Saisontor. Kranje wartet, zögert, passt zu Diem, Diem zu Weibel. Wie aus dem Lehrbuch. Die Freiburger sind zwar da, Schmid war noch dran, doch nicht energisch genug. Domenico, klasse Zuspiel. Und der Arne und abgeschlossen durch Motte. Da zeigt Gauthieron, was es eigentlich kann. 3 Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels. Ein wichtiges Tor für die Gäste. Motte schließt ab, vielleicht die Initialzündung. Di Domenico mit dem ersten Zuspiel. Auf De Arne, dieser leitet direkt weiter und Motte kann praktisch ins leere Gehäuse einschieben. Ja, eine über 4 Stationen findet. Fehlt der direkte Zug, immer wird noch gewartet. Keine Direktabnahme getätigt und das ist oder muss der Schlusspunkt sein. Alexi Sarela versenkt die Scheibe zum 4:2. 40 Sekunden vor Schluss. Der Lohn für harte Arbeit. Sarela.